Es gibt keine Credit Suisse mehr. Das sagt der Schweizer Bankier Rüdiger Götz, den ich heute im Interview habe. Wir werden uns anschauen, was mit der Credit Suisse und der UBS passiert ist, welche Auswirkungen es hat auf uns als Anleger einer Bank. Und wir schauen auch über eine Prognose, die der Rüdiger Götz vor exakt einem Monat getroffen hat, nämlich den Goldpreis. Denn der ist im Zuge dieses Bankenbebens drastisch gestiegen. Wir schauen uns die Hintergründe an und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview. Nicht vergessen, hier unten den Kanal zu abonnieren, dass du keine Videos mehr verpasst und stell deine Fragen in der Kommentarbox. Jetzt starten wir. Viel Spaß. Du kannst ja auch was dazu erzählen, was jetzt am Wochenende alles passiert ist, oder? Bist du informiert? Das ist heute die ganze Zeit durch die verschiedensten Kanäle getickert und am Wochenende natürlich auch, weil das hat das ganze Wochenende ja bewegt. Also sie mussten ja scheinbar, oder nicht nur scheinbar, sie mussten ja bis Montag, idealerweise bis zum Eröffnung in den asiatischen Räumen, eine Lösung haben. Weil war ja heute auch immer noch sehr, sehr viel Unruhe im ganzen Bankensektor, obwohl ja in der Früh schon die Lösung da war. Also, das hat schon für, ich glaube, ein paar schlaflose Stunden am Wochenende bei den einzelnen beteiligten Parteien gesorgt. Kannst du mal so, bevor wir uns so genau anschauen, was da jetzt eigentlich passiert hat, welche Auswirkungen das gehabt hat, kannst du mal so, jetzt ist heute Montagabend, die deutschen Börsen sind geschlossen. Was ist denn so das Fazit vom Montagabend? Wie geht's der Credit Suisse? Und wie geht's am Markt? Die Credit Suisse gibt es nicht mehr. Also, wenn man sich anschaut, was am Freitag war, die Credit Suisse noch 9 Milliarden wert, Buchwert. Dann über das ganze Wochenende wurde verhandelt, wie man die Credit Suisse mit Liquidität versorgen kann, wie man gewisse Verbindlichkeiten durch, ich sage jetzt mal, rettende Hände, die über die Credit Suisse gehalten werden, retten kann. Dann hat die UBS ja das erste Mal ein eher unanständiges Angebot von 1 Milliarde gemacht. Aber das war halt dann wie am Basar übers Wochenende wahrscheinlich. Und jetzt in der Früh am Montag wurde halt, oder wurde ja schon gestern Abend verkündet, dass es für 3 Milliarden sozusagen die Credit Suisse vom Tableau verschwindet und an die UBS übergeht. Also für den Credit Suisse Aktionär hat Folgendes stattgefunden. Am Freitag hatte er noch 9 Milliarden Börsenwert, heute nur noch 3 Milliarden. Und das innerhalb von 2 Tagen wurde sozusagen sein Vermögen gedrittelt. Man muss sich das so vorstellen, wenn jetzt BMW hergehen würde und müsste an Audi verkauft werden zu einem Drittel vom Preis. Also das würde keinem BMW Aktionär gefallen oder auch andersrum. Also das spielt dabei keine Rolle. Also das ist vielleicht von der Marktseite her jetzt nötig gewesen, aber ich glaube, dass es das sicherlich noch ein paar Nachwehen geben wird, was die Aktionäre betrifft. Also ob die entschädigt werden, in welcher Form sie entschädigt werden, ob überhaupt. Und die ganzen Hilfspakete, die sich die UBS ja hinten dran noch zugesichert hat. Also da gibt es ja Kreditversprechen bis zu 100 Milliarden noch. Also die Geldschleusen sind sicherlich so weit offen wie schon lange nicht mehr. Also die Liquidität wird kein Problem mehr sein. Auch in Amerika merkt man, dass die Liquidität kein Problem ist, weil durch diese Schieflage der Silicon Valley Bank und die drei anderen Banken, die hinten dran hingen, hat die Federal Reserve ja ein Programm ausgefahren, dass wenn Anleihen mit, ich sage jetzt mal, 20, 30, 40% in den Büchern stehen, die Federal Reserve sie für 100% bewertet. Also zum Nominalwert, also werden keine Buchverluste mehr realisiert. Das heißt, die Liquidität ist definitiv kein Problem mehr im Markt. Und was ja aus meiner Sicht dann schon wieder sehen wird, ist Inflation. Also durch diese Geldflutung der Märkte wird auch wieder Inflation kommen. Auch wenn die Märkte jetzt vielleicht durch die ganze Situation jetzt erstmal die Federal Reserve für die nächste Sitzung ein bisschen unter Druck setzen wollen, dass vielleicht nur noch 0,25, maximal 0,5 Prozentpunkte die Zinserhöhung sein wird. Bis eine spannende Sitzung wird es werden. Ich persönlich gehe von 0,25% aus.
Interessanter wird das Statement von Jerome Powell danach sein, wie er die Zukunft sieht. Weil die Märkte implizieren die sinkenden Zinsen heute schon. Ob wir Deflation kriegen werden, weil rein volkswirtschaftlich sehen wir die Rezession ja schon auf uns zukommen mit ganz großen Schritten. Also ich glaube, dass es schon noch deutliche Verwerfungen im Frühjahr bis Sommer geben wird an den Aktienmärkten. Ja, also ist ja wie auch beim letzten Video schon extrem interessant, ja auch dich als Gesprächspartner zu haben, weil du ja mit deiner Schweizer Banklizenz ja auch zum Standort Schweiz mehr sagen kannst als wie so der klassische Sparkassenbank und so weiter, ja, weil du ja auch mit deinem Draht zur Schweiz ja einfach die Erfahrungswerte über viele Jahre schon hast. Bevor wir mal die UBS oder das nur mal anschauen, was da passiert ist und welche Auswirkungen das jetzt auf die Bankgläubiger hat, magst du mal kurz erzählen, was ist denn deine Schweizer Banklizenz und was machst du denn überhaupt? Weil wir haben das letzte Mal in den Kommentaren die Frage gehabt, mit welchen Banken arbeitest du eigentlich zusammen und vielleicht auch, was sind denn das für Banken, mit denen du zusammenarbeitest? Also wir haben durch das Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistung eine Brücke aus Deutschland heraus in die Schweiz, das uns eine Lizenz gewährt, seit aktuell über 50 Jahren, dass wir Geschäfte in die Schweiz vermitteln dürfen nach Schweizer Recht, das ist ja ganz wichtig, aber unter, ich sage jetzt mal, am deutschen Schreibtisch. Das hat einen riesen Vorteil, weil wir immer sozusagen die Korrespondenz und auch die rechtliche Stellung wie ein Schweizer haben. Wir sind jetzt nicht an ein Institut gebunden, sondern wir arbeiten zusammen mit Kantonalbanken, mit der Zürcher Kantonalbank, mit der Luzerner Kantonalbank, mit großen Privatbankierhäusern. Das ist immer ein bisschen abhängig davon, was der Kunde benötigt, also was in seinen am besten in seinen Aktionskreis reinpasst. Möchte er Vermögensverwaltung oder möchte er lieber nur ein zweites legales Standbein außerhalb der EU haben? Also dementsprechend können wir diese Lizenz eben nutzen, um Deutschen das zu ermöglichen, nach Schweizer Recht Konten zu eröffnen, aus Deutschland heraus. Kannst du da jetzt, wir haben ja heute das Thema UBS und die Credit Suisse. Kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz in ein, zwei Sätzen sagen, wo ist jetzt der Unterschied zwischen so einer Kantonalbank, die du jetzt benannt hast, so die Zürcher oder die Luzerner Kantonalbank und jetzt so einer UBS Credit Suisse? Gibt es da einen Unterschied? Also da gibt es einen eklatanten Unterschied. Also wenn wir jetzt die Großbanken UBS und die Credit Suisse nehmen, die sind globale Player. Die sind in den ganz großen Metropolen aufgestellt und die sind Investment gesteuert. Das ist eine kleine regionale Kantonalbank nicht, weil da ist die Regionalität ganz, ganz wichtig. Die ist für ihre Kunden da, für nicht das große Investmentgeschäft. Also da stehen auch keine großen Kreditrisiken in den Büchern. Da stehen in der Regel keine Zinsänderungsrisiken in den Büchern. Und wenn, dann hat so eine Kantonalbank sehr, sehr gute Mechanismen, um diese Zinsänderungsrisiken zu hedgen, also das heißt abzufedern. Aber hier geht es nicht darum, das große weltweit globale Investmentrad zu drehen, sondern die Bank für die Kunden zu sein. Und da kommen wir jetzt eigentlich auch wieder zurück zur Credit Suisse, denn die Credit Suisse ist jetzt eigentlich auch in den Medien keine unbekannte Bank. Die war ja gerade in den letzten Monaten sehr stark immer wieder in den Schlagzeilen. Ist das aktuell, was hier passiert, verwunderlich? Also wir haben natürlich vor einer Woche dieses Thema mit der Silicon Valley Bank gehabt. Und jetzt sagt man, es kommen ja viele, viele Wellen und die Credit Suisse ist jetzt hier betroffen. War das absehbar, dass die Credit Suisse irgendwann mal in Schwierigkeit geraten wird? Also die Credit Suisse steht ja schon immer wieder mal, also ich sage jetzt mal die letzten Jahre, immer wieder mal in der Kritik. Und wenn man sich den Börsenkurs anschaut, dann sieht man, die letzten Jahre ging es nur bergab. Und das hat ja auch einen Grund, weil also da wurde schon unternehmerische Fehler, denke ich, gemacht. Was ich heute auch gelesen habe, in den letzten 20 Jahren wurden 42 Milliarden als Boni ausbezahlt. Und das ist echtes,
also 42 Milliarden als Boni an die Führungsriege auszukehren, das ist wahrscheinlich nicht im Kundeninteresse gewesen. Wahrscheinlich auch nicht im Aktionärsinteresse, oder? Wahrscheinlich nicht im Aktionärsinteresse, weil dementsprechend werden auch die handelnden Manager zwar Aktionäre gewesen sein, aber lieber den Spatz in der Hand oder die Milliarde auf dem Konto als die Taube auf dem Dach. Was bedeutet das jetzt? Also kannst du einfach mal nur kurz sagen, was ist jetzt eigentlich passiert und was bedeutet es für den Bankkunden? Also entweder für den Bankkunden, der direkt bei der UBS oder Credit Suisse ist, aber hat es auch für uns als eben deutsche Anleger, die das Geld auf dem Bankkonto haben, irgendwelche Auswirkungen? Also im Moment glaube ich nicht, dass es Auswirkungen haben wird für deutsche Bankkonten. Also weder bei Sparkassen, Deutsche Bank, Commerzbank, glaube ich im Moment noch nicht, dass es Auswirkungen haben wird, also dass man da irgendwelche Ansteckungsgefahren sieht. Weil, wie ich es anfangs schon gesagt habe, es ist sehr, 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 sehr viel Liquidität im Markt. Und es ist nicht so wie bei Lehman, dass es ein Liquiditätsproblem gibt. Also deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das ein Problem wird, was wir in den nächsten 2, 3, 4 Monaten sehen werden für deutsche Banken. Vielleicht täusche ich mich, aber würde ich jetzt aus der operativen Ebene heraus nicht sehen. Die Credit Suisse ist komplett getauscht oder wird komplett getauscht in UBS. Zertifikate muss man schauen, ob die UBS die Zertifikate, also die Papierversprechen dann einfach weiterführt oder das ist ja alles noch nicht geregelt, wie das vollzogen wird. Schon allein wie der Handel der einzelnen Wertpapiere dann stattfindet. Werden jetzt Anleger in der Schweiz auch enteignet? Weißt du da was? Also ich empfinde es schon als Enteignung, wenn am Freitag mein Unternehmen noch 9 Milliarden wert ist und am Montag nur noch 3. Ja. Und ich werde nicht gefragt als Aktionär. Also das finde ich schon ein starkes Stück. Wie ist das jetzt? Müssen jetzt Bankkunden in der Schweiz befürchten, dass sie ihr Geld verlieren? Aktuell? Glaube ich jetzt nicht. Also ich sage jetzt mal, wenn ich Kunde einer Kantonalbank bin, sehe ich überhaupt keine Ansteckungsgefahren, weil da kaum Verknüpfungen da sind oder auch überhaupt keine. Ja. Ich habe gestern etwas gesehen, ein Kurzvideo, und ich fand es sehr spannend. Da ist es darum gegangen, um diese Silicon Valley Bank, wo ja viele sagen, ja, die hat so viel möglicherweise dieses Beben auch ausgelöst und wo du ja letzte Woche schon gesagt hast, ja, das hängt wahrscheinlich nicht groß zusammen, sondern es ist einfach eine Marktdynamik, dass einfach mal dieses Bankenbeben losgeht, aber keine direkte Verbindung ist. Und das fand ich sehr spannend, denn in Amerika gibt es ja sowas Ähnliches wie so ein Einlagensicherungsfonds, dass eine gewisse Menge an Geld für die Einlagen von den Einlagen gedeckt ist und das bei normalen Banken ungefähr so bei 80% ist. Das heißt, die Kunden, die halt unter 250.000 US-Dollar haben, was bei vielen Banken gedeckt ist, es ist ungefähr so 80% bei der typischen amerikanischen Bank. Und bei der Silicon Valley Bank war das ja nur 10%. Das heißt, alles, was, also diese 90% war alles Volumen, das eigentlich drüber war. Wo dann auch die Leute gesagt haben, naja, das sind halt alles Spekulanten oder Risikomanagement-Firmen, die halt dann wirklich reingehen und auch wissen, dass das ein Risiko ist, das da drin ist. Weißt du, wie das in der Schweiz ist bei der Credit Suisse? Ich gehe mal davon aus, dass das eine Staatshaftung auch bei der Credit Suisse hat. Weil die SMB hat ja jetzt auch für 100 Milliarden sozusagen den Hilfsschirm oben aufgespannt. Also der in Anführungsstrichen jetzt auf die UBS übergeht, wo die 100 Milliarden dann der UBS zur Verfügung stehen, falls irgendwelche unvorhergesehenen Ausgaben noch anstehen. Aber es ist anders wie bei einer Kantonalbank. Eine Kantonalbank habe ich eine volle Staatshaftung dahinter. Ja. Wie ist das jetzt? Also bei der Credit Suisse wird der, Entschuldigung, bei der Credit Suisse wird der Steuerzahler im Endeffekt herhalten müssen. Wenn wir jetzt zum Thema Sicherheit kommen bei der Geldanlage, also der Hauptgrund vieler Kunden von uns ist ja die Sicherheit. Was hältst du von der Idee, Geld auf dem Bankkonto zu lassen? Ist jetzt die Credit Suisse so das letzte Beispiel, dass das eigentlich eine schlechte Idee ist, oder was sagst du dazu? Ich glaube nicht, dass die Credit Suisse das letzte Beispiel sein wird.
vielleicht der aktuelle Anfang. Also ich glaube, dass ich schon vorsichtig sein muss, wie viel lasse ich tatsächlich in Sichteinlagen bei der Bank liegen. Würde ich jetzt erstmal sagen, ist egal bei welcher Bank, aber ich würde auf die Sichteinlagen wirklich Acht geben, ganz unabhängig von der Inflation, weil dadurch ja viel, viel mehr Geld auch verbrennt während der Zeit, wo es nur am Konto rumliegt. Ja. Damit können wir mal den Sprung machen zum Thema Edelmetalle, denn die haben ja jetzt in den letzten Tagen stark profitiert. Und wir sind jetzt genau da eigentlich angelangt, fast wo du vor einem Monat prophezeit hast. Das heißt, die Glaskugel, die du ja in Gedanken vor dir gehabt hast, die hat ja so die Wahrheit gesagt fast. Ja. Es fehlen, glaube ich, noch ein paar US-Dollar und dann haben wir die 2000 US-Dollar geknackt. Ist das Edelmetall die Lösung für die Sicherheit? Es gibt keine einzelne Lösung. Aber das Angenehme bei Edelmetall ist, dass es in der Regel nicht verschwinden kann. Der Nachteil ist, es bringt keine Zinsen. Also das heißt, wenn ich Edelmetalle in einem Lager habe oder auch bei mir im Tresor, dann muss ich entweder ich akzeptiere das, dass das keine Zinsen bringt und im Grunde genommen nur Carry, also Lagerkosten, verursacht, oder ich bewege es und handel damit. Also deswegen denke ich, dass zwischen 15% Edelmetalle ist bestimmt eine interessante Beimischung. Und wie man sieht, wenn man vor einem Monat aufgesprungen wäre, hätte man heute schon mal eine nicht unansehnliche Wertsteigerung allein in Euros. Das Kilo oder die Unze ist nach wie vor immer noch eine Unze. Also das hat sich nicht geändert. Sondern was sich hinten dran geändert hat, ist die Verhältnismäßigkeit, sie in Euro tauschen zu können. Und wenn ich jetzt mehr Euros dafür kriege oder mehr Dollars dafür kriege, dann heißt es, ist es nur ein Ausdruck von Inflation. Das heißt, dass was anderes weniger wird. Ja. Kannst du denn noch beschreiben, wie es für eure Kunden ausschaut, wenn ihr Edelmetalle kauft? Also wie kauft der klassische Kunde Edelmetalle und auf was ist zu achten? Also es gibt zwei Möglichkeiten, Edelmetalle zu kaufen. Aus meiner Sicht sinnvolle Möglichkeiten. Ich würde immer physische Ware kaufen. Derjenige, der tatsächlich nur den Versicherungsgedanken hat, dem würde ich physische Ware entweder ins Wertpapierdepot reinlegen, weil dann muss ich die Ware nicht bewegen. Oder ich lege physische Ware in ein Edelmetalldepot, wo ich auch Energie zuführen kann. Das heißt, wo ich die Ware bewegen kann, wo ich aus Gold Silber machen kann, aus Silber wieder Gold machen kann. Wenn ich das tue, werde ich unter den Renditeaspekten auch einen Mehrwert haben, in dem Fall einen Mehrwert an Ware. Und wenn ich mehr Ware habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass mehr Euros da sind, weil der Euro ja an Wert verliert. Ja, also wir haben hier oben die Strategie mal verlinkt, wie die funktioniert. Und ja, dann erst einmal vielen Dank für deine Einschätzung. Wie geht es weiter mit der Credit Suisse? So als Ausblick am Schluss, Credit Suisse hat gesagt, die gibt es nicht mehr, aber die wird jetzt eingeführt in die UBS. Ist das nichts anderes wie eine Bad Bank mittlerweile? Dafür kenne ich die Bücher zu wenig. Aber im Grunde genommen hat die UBS jetzt auch Möglichkeiten, gewisse, wie soll ich sagen, Unschärfen zu bereinigen bei diesem Prozess. Okay. Ja, und dann vielen Dank für das Interview und dann sehen wir uns in einem der nächsten Male. Bis dann. Gerne. Bis dann. Servus.